Bin ich ein Einzelgänger? Das Wort ist ja so ein bisschen negativ behaftet, weil in dem Sinne, dass Leute sich denken, was für ein Weirdo oder der hat keine Freunde, bla bla bla. Ich finde, so einfach ist es nicht. Ich selber bin kein kompletter Einzelgänger, aber ich habe Einzelgänger-Eigenschaften. Ich weiß, dass ich auch gerne mal ein Einzelgänger bin und ich weiß auch, wie ich so geworden bin. Vom Grundprinzip her hat das mit Vertrauensbrüchen zu tun, die über die Jahre passiert sind, im Wesentlichen als die Familie damals auseinandergebrochen ist und ich von da an mir gemerkt habe oder ich von da an lernen musste, dass selbst sowas kaputt gehen kann und man nicht dasselbe nochmal erleben möchte. Das heißt, jeder neue Mensch, der in dein Leben kommt, mit dem muss man erstmal eine gute Zeit verbracht haben, eine lange Zeit, bevor man sich wirklich auf den einlassen kann, bevor man mit dem wieder eine neue Freundschaft anfängt oder was auch immer. Freundschaft ist ja das meiste, was so auf einen zukommt. Als Kind hatte ich die Probleme nicht, denn dort war das ganz normal. Man hatte seine Freunde, man hat viel Zeit miteinander verbracht und man hatte auch gegenseitiges Interesse. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich heutzutage kein Interesse mehr habe für andere Menschen in dem Sinne, sondern es heißt nur, dass ich viel selektierter gucke, beziehungsweise, das hört sich scheiße an, aber in dem Sinne, es mir viel, viel wichtiger geworden ist, dass man einfach eine kleine Handvoll von Freunden hat, mit denen man aber wirklich was zu tun hat, mit denen man sich sehr gut versteht und wo man weiß, man kann durch dick und dünn gehen, so wie man das mal so schön nennt. Nach dem Motto, ich habe lieber nur 3 Freunde als 100. Weil bei den 100 sind vielleicht 90 dabei, die du dann am nächsten Tag nicht mehr wieder siehst, wenn alles drunter und drüber geht. Das ist das eine. Das andere ist aber diese Einzelgänger-Mentalität. Es rührt daher, weil man sich denkt, wenn man mit sich alleine ist, dann kann nichts schief gehen. Wenn man mit sich alleine ist, dann muss man sich von niemandem rechtfertigen. Wenn man mit sich alleine ist, wird es keinen Streit geben. Wenn man mit sich alleine ist, wird es keine Diskussionen geben. Wenn man mit sich alleine ist, ist alles im Reinen. Alles ist irgendwo gut, auch wenn vieles gar nicht gut ist. Jedenfalls muss man keine Angst haben, dass irgendwas kaputt geht. Und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man alleine Zeit verbringt. Und selbst wenn man seine Freunde fragen könnte, macht man es trotzdem manchmal nicht und geht dann alleine los. Man ist es dann einfach in dem Moment eher gewöhnt, alleine Zeit zu verbringen, als jetzt jemanden zu fragen und da mitzukommen. Nicht, weil man das nicht unbedingt möchte, sondern weil man auch manchmal denkt, ach, wenn er mir jetzt nicht zusagt oder die oder er, wie auch immer, ist doch scheiße. Da geht man dem direkt aus dem Weg und redet erst gar nicht drüber, sondern macht es einfach mit sich alleine. So dass man weiß, dann ist alles cool so. Weil es kann keine Absagen geben, es kann nichts negativ werden. Es hört sich so an, als würde immer alles schief gehen, wenn man sich mit jemandem trifft. Das ist ja auch nicht der Fall. Das ist so schwierig zu beschreiben. Das ist so eine kleine eigene Welt, in der man sich dann quasi wohlfühlt, wo man ja eigentlich mit sich alleine ist und kann die Dinge dann quasi so machen, wie man einfach möchte. Man kann ja dann einfach losgehen, macht die Dinge, die man machen möchte, muss mit niemandem was absprechen, muss sich nicht da großartig auseinandersetzen. Eine Zeit lang, es gab starke Phasen, wo ich wirklich nur mit mir selber zu tun hatte, größtenteils. Das hat auch mit depressiven Einstellungen zu tun, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie gesagt, es ist für einen selber so eine Welt, die einem so eine Komfortzone bietet. Man ist ja mit sich selbst, also da gibt's ja nichts, was schief gehen kann in der Hinsicht. Ich kenne aber auch genau die andere Seite, dass ich gerne Zeit mit meinen Freunden verbringe, die ich habe. Sehr gerne sogar. Nur, was ich zum Beispiel gar nicht gut kann, und das hängt mit dieser ganzen Sache zusammen, ist wirklich Freundschaften zu pflegen, wenn man es so sagen kann. Ich meine aber jetzt nicht die, die von vornherein wissen, dass sie mir sehr wichtig sind, weil da funktioniert es wie von alleine. Ich meine eher die, mit denen man so hier und da zu tun hat. Ich bin zum einen kein Mensch, der großartig immer am Schreiben ist und hänge dann auch nicht hinterher die ganze Zeit. Ja, wie geht's, was machst du, wie geht's, was machst du? Sondern denk mir so, naja, wenn man sich irgendwann wieder sieht, dann wird man schon wieder quatschen, kann man alles besprechen und so, ist doch viel einfacher, für mich eh viel einfacher. Die Leute, die mit mir wirklich regelmäßig zu tun haben, wissen ja eh, habe ich ihnen ja schon allen erklärt, dass ich da ein bisschen nicht so schreibbegeistert bin. Wenn man sich dann face-to-face trifft, dann kann man alles besprechen, alles machen, macht mir viel mehr Spaß. Nur, was ich damit sagen wollte, dadurch, dass ich immer so lange brauche, Menschen wirklich in mein Leben zu lassen, fallen natürlich dann auch andere schnell wieder raus. Man hat dann zwar mal was
was miteinander zu tun gehabt, man hat auch was miteinander zu tun. Das wirkt dann für andere wahrscheinlich wie Desinteresse, was es eigentlich nicht ist. Aber ich mache mir keine großen Gedanken so unbedingt. Wenn dann irgendwann so eine Zeitspanne überschritten ist, wo man öfters zu tun hatte, miteinander zu tun hatte und Dinge gemacht hat und merkt, ah, das sind echt gute Freunde, dann ist das wieder eine andere Ebene. Alles davor, und das klingt vielleicht egoistisch oder weiß ich nicht genau, aber ich mache mir da keine bösen Gedanken, sondern es ist einfach nur so, wie es ist. Die fallen dann weg. Das sind Arbeitskollegen gewesen oder meinetwegen auch Leute, mit denen man sich wirklich ein paar Mal getroffen hat, was dann total einschläft und vorbei ist. Woran das genau liegt, vielleicht bin ich da größtenteils dran schuld oder die haben selber kein großes Interesse oder vielleicht ist es heutzutage so, dass man einfach mit vielen Menschen zu tun hat, aber am Ende doch keine wahren Freundschaften entstehen. Ich weiß es nicht genau. Was ich damit sagen wollte, diese Mentalität Einzelgänger, ich finde, das rührt sich auch manchmal so ein bisschen mit rein, ja, dass man da auch teilweise nicht so einen starken, krassen Wert im ersten Moment drauf legt, ob man jetzt die heftigsten Freundschaften da entwickelt. Was ich nochmal betonen möchte, mit allen, mit denen ich wirklich zu tun habe, also regelmäßig zu tun habe, was auch nicht viele sind, das sind Menschen, die mir wirklich was bedeuten, mit denen ich wirklich gerne zu tun habe und mit denen ich mich auch gerne regelmäßig treffe oder halt meinetwegen alle paar Wochen oder wie auch immer. Also das ist jetzt nicht so, dass man zum einen gar keine Freunde hat und zum anderen irgendwie sich komplett abschottet und mit niemandem was zu tun haben will. Das ist nicht der Fall. Nur was natürlich da noch dazu kommt, ist, dass man ja dann eigentlich immer sehr alleine ist. Und das ist man auch. Und lange Zeit hat man das auch gespürt. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht daran komplett kaputt oder man sagt sich irgendwann, scheiß drauf, es ist einfach, wie es ist. Ich kann nichts daran ändern. Ich kann niemanden zwingen, beispielsweise mit mir zusammen sein zu wollen. Man hat es probiert. Auch da kommt das ins Spiel, dass man so Schwierigkeiten hat und deswegen immer so lange alles sich erst entwickeln muss. Und ich glaube, viele Menschen sind da viel entspannter. Da geht es von heute auf morgen. Somit ist man auch da, auf dieser Ebene, halt alleine, mehr oder weniger Einzelgänger. Und da muss man sich halt fragen, lässt man sich davon kaputt machen oder nimmt es einfach so hin, wie es ist? Und versucht drüber zu stehen. Und wenn man das mal geschafft hat, dann ist es insgesamt gar nicht mehr so schwierig, weil man einfach sich denkt, ich kann ja nichts dran ändern. Ich kann niemanden dazu zwingen. Das heißt, ich muss dann mit dieser Lebenssituation so leben, wie sie halt ist und damit umgehen können, dass man halt die meiste Zeit alleine dann verbringt. Es sei denn, man trifft sich halt mit Freunden. Aber was dieses Privatleben anbelangt, dass man halt nicht nach Hause kommt, jemand hat, dass man halt nichts ständig zu zweit macht und noch ganz andere Ebenen entstehen, weiß ja jeder, was gemeint ist. Das heißt also, das muss man sich dann fragen, kriegt man das hin, kriegt man es nicht hin, weil das kann einen extrem fertig machen. Und ich hatte auch richtig harte Downphasen in den jüngeren Jahren. Aber weil man ja eh irgendwann keine andere Wahl mehr hat, also was heißt andere Wahl, man hat immer eine Wahl. Aber weil es halt dann einfach so ist und man sich denkt, naja, irgendwie ergibt sich da nichts. Da muss man sich einfach sagen, okay, es ist so, was soll ich machen? Aber ich kann deswegen nicht alles hinschmeißen, ich kann deswegen nicht mich komplett hängen lassen. Dann soll das halt anscheinend bis jetzt noch nicht geklappt haben. Und dann musst du damit dich einfach zurechtfinden, zumindest aktuell. Und dann ist das eigentlich recht cool, recht entspannt, ja, weil dann macht dich das nicht fertig, dann denkst du nicht ständig drüber nach, kommst auch auf dieser Ebene ganz gut klar. Wobei das auch nicht heißen soll, dass man natürlich nicht dass man das dann nicht mehr gerne hätte. Natürlich hätte man das gerne, nur es ist halt nicht so. Und dann kann man ja auch nicht die ganze Zeit rumheulen, ist ja logisch. Das ist ein Prozess, aber man kann es schaffen, weil ich selber hab's auch hinter mir. Ich hab's auch geschafft, da wirklich komplett drüber zu stehen, alles so hinzunehmen, wie es halt ist. Das war meine Sicht auf Einzelgänger und meine Sicht auf das Alleinsein, was dann logischerweise mit hinzukommt. Ich weiß ganz genau, dass da draußen Menschen sind, die genauso sind oder vielleicht noch einen Tick mehr alleine sind. Und wenn es jemanden geben sollte, wie immer, der das sieht, gerne was dazu sagen. Wenn es Probleme gibt, man kann alles mal besprechen. Wenn man nicht weiter weiß, was auch immer. Ja, es gibt immer einen weiteren Weg und es gibt auch mal einen weiteren Grund dafür, weiterzumachen. Egal wie hart es erscheint und egal wie alleine man sich fühlt. Ich kenne alles, ich weiß, wie alles ist und kenne sozusagen beide Welten. Es wäre echt cool und ich vergesse es irgendwie immer wieder, aber es wäre wirklich nice, wenn man diesen Like-Button gerne betätigen würde. Ja, ich mag das nicht. Das hört sich an, als würde man so betteln. Aber es ist leider auch, es gehört zum Game. Und wenn einer natürlich gerne abonnieren möchte, nice. MK ist raus. Bis zum nächsten Mal.